heute ist es etwas anders. Heute quatsche ich nicht so viel, denn ich habe in der Diamond Painting Gruppe, ich muss kurz knittern hier, weil ich das gerade rausmache, ich habe in der Diamond Painting Gruppe ein Hobby, das verbindet, habe ich nämlich gefragt, was in meiner Geschichte, die ich gleich vorlesen werde, was dann da so vorkommen wird. Und da kamen ein paar lustige Sachen bei raus. Die würde man so, ich glaube, in Büchern nicht irgendwie vermuten oder so. Ja, ich habe dann mir was ausgedacht und kann das dann so vorlesen, weil bei Büchern ist es ja immer so ein bisschen schwierig wegen Lizenz und Urheberrecht und dies und jenes. Ne? So, jetzt öffne ich mir erstmal meine App. Ich zeige euch das nochmal. Wir sind aktuell bei 3%. Dann einmal die Markierung auswählen und wir sind jetzt da hinten. Ja, genau. Ich lese dann die Geschichte vor und ein bisschen paint ich dann dabei. Ne? Also, ja, so habt ihr so ein bisschen eine Geschichte und painten gleichzeitig. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich dann eine nächste Geschichte mache, dann könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, was in der nächsten Geschichte vorkommen soll. Es kann komplett absurde Dinge drin sein. Das macht die Geschichte dann umso witziger, was am Ende dann mal rauskommt. Ja, also ihr könnt mir gerne reinschreiben, was ihr gerne drin haben wollt. Ich gucke dann immer so wegen der Länge, dass es dann nicht zu lang wird, aber auch nicht zu kurz. Und ja, genau, dann lese ich jetzt mal vor. Viel Spaß beim Zuhören und beim Painten. Es war einmal in einem fernasiatischen Reich, inmitten üppiger Bambuswälder und blühenden Kirschblüten, eine ungewöhnliche Gemeinschaft. Hier lebten kleine Gnome, ein fliegender rosa Drache namens Rosalinda und ein schelmischer Mops namens Max. Die Bewohner waren dafür bekannt, ihren Humor und ihre Liebe zum Lachen. Eines Tages stellte sich heraus, dass ihr friedliches Leben von einem gemeinen, düsteren Gargoyle bedroht wurde. Der Gargoyle verbreitete Angst und Schrecken und die Bewohner des asiatischen Reichs waren verzweifelt. Doch dann trat der wahrhaftige Tod, ein mysteriöser Charakter von einem eleganten schwarzen Gewand, auf den Plan. Er war jedoch nicht so gruselig, wie man es von ihm erwarten würde, sondern vielmehr ein liebenswerter und tollpatschiger Typ. Der wahrhaftige Tod erzählte den kleinen Gnomen, Rosalinda und Max von einem magischen Tal, in dem die mächtigen Skelettpferde lebten. Die Skelettpferde waren bekannt für ihre Schnelligkeit und Stärke und waren die einzigen, die die Gargoyle besiegen konnten. Zusammen beschlossen sie, auf die Suche nach dem magischen Tal zu machen. Sie durchstreiften das asiatische Reich, begegneten dabei lustige und skurrile Gestalten. Sie trafen auf tanzende Panda-Bären, singende Kraniche und sogar einen philosophierenden Teekessel. Mit jedem Schritt wuchs ihre Hoffnung, den Gargoyle zu besiegen und das friedliche Land in ihrem Reich wiederherzustellen. Schließlich erreichten sie das magische Tal der Skelettpferde. Doch statt gruselige Kreaturen zu treffen, wurden sie von den Pferden herzlich empfangen. Die Skelettpferde hatten einen ausgeprägten Sinn für Humor und erklärten sich bereit, den Gnomen, Rosalinda und Max zu helfen. Die große Schlacht gegen den Gargoyle begann und es war ein wahrhaftig spannendes Schauspiel. Die Skelettpferde rasten mit ihren donnernden Hufen über das Schlachtfeld, während die Gnome Rosalinda mit ihren lustigen Streichen den Gargoyle verwirrten. Max, der Mops, bewies sich mehr als nur ein niedlicher Geselle und brachte den Gargoyle mit seinen waghalsigen Mops-Tarnungen aus dem Konzept. Am Ende siegten die Gnome Rosalinda und Max und die Skelettpferde über den Gargoyle. Das asiatische Reich wurde von der Dunkelheit befreit und die Bewohner konnten wieder friedlich und sorglos leben.
In den folgenden Jahren entwickelte sich das Asiatische Reich zu einem Ort voller Freude und Gelächter. Die Bewohner begannen, alltägliche Herausforderungen mit Humor zu meistern und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Der wahrhaftige Tod, der sich als erstaunlich talentierter Stand-up-Comedian entpuppte, trat regelmäßig auf und brachte die Menschen und die Gnomen zum Lachen. Rosalinda, der rosa Drache, benutzte ihre flammenartigen Atemkraft, um beeindruckende Feuerspektakel im Himmel zu entzünden, die die Bewohner des Reiches begeisterten. Max, der Mops, wurde zu einem Maskottchen und brachte mit seinen lustigen Mops-Tanzperformance alle zum Schmunzeln. Die kleinen Gnome erzählten von ihren Abenteuern und Streichen, die sie gemeinsam mit Rosalinda, Max und den Skelettwerten erlebten. Sie wurden zu Helden und Idolen und von den Menschen im Reich schwärmten. Die Legende von der Gemeinschaft, die den Gargoyle besiegt hatten, wurden über Generationen hinweg weitererzählt. Kinder hörten die Geschichten ihrer Eltern und Großeltern und träumten davon, selbst Abenteuer zu erleben und dem magischen Wesen des asiatischen Reiches zu interagieren. Die Freundschaft zwischen den Gnomen, Rosalinda und Max und den Skelettpferden hielten ein Leben lang. Sie wurden zu einer eingeschworenen Truppe und unternahmen zahlreiche Reisen und Abenteuer, um andere Reiche und Länder Freude und Lachen zu bringen. Das asiatische Reich blühte auf und wurde zu einem Ort, an dem die Menschen ein fröhliches und erfülltes Leben führten. Die Erinnerung an den tapferen, humorvollen Helden, die den Gargoyle besiegten, wurden in Liedern, Gemälden und Denkmälern verewigt. Und es inspirierte die Menschen immer, den Humor zu bewahren, selbst in schwierigen Zeiten. Von Generation zu Generation wurde die Geschichte von den tapferen Helden des Asiatischen Reichs weitererzählt. Die Menschen glaubten fest daran, dass der Humor und die Freundschaft eine transformative Kraft hatte und ihnen half, jede Dunkelheit zu überwinden. Das Reich zog Besucher aus aller Welt an, die von der Magie und dem Lachen angezogen wurden, die in der Luft lag. Und wenn du jemals das Asiatische Reich besuchst, wirst du die fröhlichen Stimmen der Bewohner hören, das Kichern der Gnome, das freudige Knurren von Max und das Lachen, das durch die Lüfte schwebt. Du wirst spüren, wie die Last deines Alltags von dir lösen, wenn du dich mit dem Zauber des Lachens hingibst. Denn in diesem Reich ist das Lachen allgegenwärtig und die Menschen wissen, dass es die größte Gabe ist, die sie teilen können. Wir haben gelernt, dass das Lachen nicht nur eine Reaktion auf schöne Dinge ist, sondern auch eine Kraft, die sie stark macht und ihnen hilft, in dunkelsten Zeiten die zu überwinden. So geht die Geschichte weiter von dem Reich zum nächsten, von einem Herz zum anderen und Hoffnung, dass das Lachen die Welt zusammenbringt und die Menschen daran erinnert, dass sie gemeinsam alles erreichen können, solange sie den Humor bewahren. Ja, jetzt haben wir den Abschnitt geschafft. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. ja, ist jetzt schon mal ein bisschen was geschafft hier. Ich würde sagen, wir haben jetzt 0,4% hier geklebt mit der Geschichte. Insgesamt sind wir 8 Stunden und 34 Minuten dran. Ich zeige euch das nochmal. Und wir haben heute 384 Steinchen gesetzt. Ja, ist okay, ne? Wieder so. Ich bin gespannt, was das hier wird. Ich habe mir schon lange das Originalbild nicht mehr angeschaut. Einfach, damit es für mich auch noch so eine Überraschung ist. So, jetzt packe ich das mal hier alles zusammen. Das Tablet mache ich aus. Und ja, ihr könnt mir wie gesagt in die Kommentare schreiben, worum es denn in der nächsten Geschichte, handeln soll. Wie gesagt, ihr habt jetzt anhand der Geschichte gemerkt, was so möglich ist.
Ihr könnt ja mal ein bisschen Fazit dazu geben, wie euch die Geschichte gefallen hat. War es okay? Was? Ja. So, jetzt muss ich noch mal kurz Krach machen. So, das Tabby, wie gesagt, packe ich immer wieder hier rein. Damit das einfach länger hält. Und ich habe hier meine, ich mache euch mal hoch. Nicht zu hoch, weil sonst sieht man das Ding hier. Also ich habe hier so eine Box. Da ist mein Projekt drin, mit allem drum und dran, was ich brauche. Und so kann ich mir das immer direkt greifen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich finde, also meiner Seite hat es voll viel Spaß gemacht mit der Geschichte. Dadurch ist es halt nochmal ein bisschen aufwendiger, weil ich mir ja dann noch was überlegen muss und ausdenken muss und dies und jenes. Aber ja, hat doch viel Spaß gemacht. So, jetzt klebe ich mir das hier ab. Ihr habt ja auch gesehen, zwischendurch sind hier auch schon Haare vom Hund zwischendurch drin. Aber mich stört das nicht. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was geschafft. Das ist echt nicht viel, ne? Aber es sind schon jetzt insgesamt 8 Videos. Und das wird sich noch ein bisschen hinziehen, auf jeden Fall. Wir haben immer noch nicht die erste Seite geschafft. Und deswegen... Wir haben hier noch ganz viel Fläche. Ja, ganz viel. Hier steht übrigens, hier unten... 60 mal 70. Bei der Leinwand ist es ja egal, von welcher Seite ich anfange. Das ist ja das Gute. Jedes Mal, wenn ich sie aufroll, kriege ich hier wieder mehr Hundehaare dran. Auf jeden Fall ja, wird sie dann auf jeden Fall ganz doll stabil irgendwie. So, genau. Ich habe mich ja schon verabschiedet. Also wir sehen uns beim nächsten Video. Ich packe jetzt alles wieder zurück und werde dem Hund was zu essen geben. Und werde eine Runde Diablo zocken. Ja, genau. Bis später. Also, ja, bis zum nächsten Video. So, tschüss.